Hallo und herzlich willkommen hier bei einem Tutorial. Zwar geht es um das lang ersehnte Tutorial vom Server. Ihr seht es, wir befinden uns hier am Server. Ich kann mich leider nicht bewegen, da ich mit Camtasia Studio aufnehme und das herumspackt. Aber nur, dass ihr seht, wir befinden uns auf dem Server. Hier mal kurz die Map dazu. Ja, also das Server ist noch nicht fertig, aber das Mod-Tutorial wird heute noch kommen. Beziehungsweise ja heute. Ja, also ihr seht, das Back beinhaltet Minecraft 1.2.5, Forge Mode Loader, dann Minecraft Forge Optifine und 48 Mods sind drin. So, wir beginnen dann zuerst mal gleich mit den Mods. Wir löschen die Welt hier, erstellen eine neue, damit ich euch mal einen kurzen Einblick in den Mods gebe. Natürlich gibt es auch die ganzen Mods als Modliste im Forum. Ja, jetzt kann ich eben mich nicht bewegen, weil ich wieder aufnehme. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Egal. Kurz zu den Mods. Also wir haben Standard Minecraft, wir haben Netherwars, ja, Redbower, was sonst? Ja, die Lampen. Hier, das ist LWC, ne, Tree++ oder LC3 oder keine Ahnung, wie der ganze Kram hier heißt. Wir haben hier dann schon Forestry. Ja, die ganzen Bäume, die verschiedensten, was es hier gibt, das ist ja enorm. Ja, hier nochmal Forestry. Wie normal Minecraft. Hier dann Buildcraft 3, das ist neu. In den bisherigen Servern gab es nur Buildcraft 2. Jetzt habe ich auf 3 umgestellt, weil ich wollte mal was anders machen und da gibt es wieder neue Objekte, die man sehr gut für ja, Bauten einsetzen kann. Darum jetzt mit Buildcraft 3. Ja, natürlich die ganzen Maschinen dazu. Eklar, die Hybrid Solarzelle, Ultimate Hybrid Solarzelle, das kennt ihr ja alles bereits. Nuclear Control auch wieder dabei. Dann der Seed Manager und so weiter. Charging Bench. Das sind der Transformer Mode, glaube ich. Der funktioniert aber nur im Singleplayer, im Multiplayer leider nicht, soviel ich weiß. Ja, Computercraft ist natürlich nicht die neueste Version, da es zu Problemen führt. Iron Chest, dann erweiterte Pistons, also die können bis zu dreimal ausfahren, die dreifache Länge. Ja, Multipage Chest, sehr groß, eine Kiste mit fünfmal einer Kristallchest enthalten, also ziemlich groß. Krivata Super Sloppes, was sonst? Hier, keine Ahnung von was für Mod das ist. Ja, erweiterte Bienen. Oh klar. Hier nochmal die ganzen Gates. Also da kann man ja so schöne Schaltungen mit Buildcraft 3 machen. Ist ja echt spitze hier. Ja, dann haben wir auch noch Teleport Pipes und noch die Sneaky Pipes, glaube ich, sind das. Oder nee, das sind die einfach die erweiterten Pipes mit. Ja, oder. Nee, das sind die Pipes, die zu den Teleport-Pipes gehört. Die erweiterten Pipes gibt es leider noch nicht. Habe ich noch nicht gefunden, glaube ich. Oder sind sie installiert? Das kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir das VST-Plugin installiert. Das ist alles im Plugin enthalten. Ja, wir haben natürlich Wireless Redstone. Und zu guter Schluss haben wir, naja, zum Schluss nicht. Als guten Anhang haben wir hier natürlich Logistik-Pipe. Also, das ist ja spitze. Wir haben den. Also das ist der erste Server, den ich jetzt gemacht habe, wo Logistik-Pipe enthalten ist. Ihr müsst darauf achten, die Namen sind etwas anders. Keine Ahnung wieso, aber es ist so. Ja, ich fassle hier ziemlich viel. Keine Ahnung wieso. Ich habe gerade Lust zu reden ohne Ende. Weiß ich nicht, mir ist gerade so danach. Hier haben wir wieder die Extra-Bienen. Das sind die ganzen neuen Comps, die Bienen produzieren können. Das sind jede Menge. Da kann man auch jede Menge Rohstoffe rausbekommen. Ja, auch die Bedbags von Forest, die sind natürlich auch da. Das sind die Normalwaben. So, was haben wir hier noch? Hier die Briefkarten, um Items zu versenden. Natürlich auch Portalgun ist mit drauf. Warum denn auch nicht? Also ihr seht, es sind schon einige Mods neu, die es sonst noch nicht gab auf dem Server. Bedbags ist ja auch klar. Hier haben wir Sneaky Pipes. Glaube ich, oder? Nee, das sind eben die erweiterten Pipes mit der Voice Pipe.
So, was haben wir hier Schönes? Irgendein Kristalldings, das gehört zu diesem Baum. CW-Baum oder wie das heißt da, keine Ahnung. CW3++ oder so irgendwie. Das haben die Mods haben ja einen Namen, da kennt sich kein Mensch mehr aus. Ja, hier sind noch Standardsachen. Windows Rycraft. Ja, und nochmal der Nuclear Control. Also, das waren ja jetzt nicht alle Mods, glaube ich, was ihr aufgezählt habt. Als alle Fälle jede Menge. Wir spenden das Spiel. Ihr seht es auf alle Fälle 48 Mods beinhaltet. Wobei, wie ich gesagt habe, dieser Transformer-Mod geht nicht im Multiplayer, also haben wir im Multiplayer nur 47 Mods. So, ja. Dann beenden wir das Spiel und wir sehen gar nichts. Jetzt fangen wir an mit dem Tutorial. Wie installieren wir das? Voraussetzung für das Installieren ist der Multi-MC. Das ist ein Launcher für Minecraft. Ich habe dazu schon ein Tutorial gemacht. Ich werde hier dann gleich einen Link, eine Direktverlinkung reintun. Ihr braucht den. Naja, unbedingt braucht ihr nicht, aber um sicher zu gehen, dass er funktioniert, braucht ihr ihn. Ihr könnt gerne einen anderen Launcher nehmen, aber ob er dann funktioniert oder nicht, gebe ich keine Garantie. Ich kann euch nur sagen, mit dem Multi-MC, wenn er richtig eingestellt ist, so wie mein Tutorial richtig konfiguriert ist, funktioniert das zu 100%. Sofern ihr auch die Installation alles richtig gemacht habt. Also ladet euch Multi-MC runter, dann funktioniert das zu 100%. Den Link blende ich eben ein, sonst findet ihr ihn auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, in anderen Video erkläre ich auch kurz, wie Multi-MC funktioniert. Deswegen mache ich das hier nicht. Bitte schaut euch das andere Video an. Da wird alles genau erklärt. Ja, wenn ihr also Multi-MC installiert habt und alles, dann startet ihr Multi-MC. Ausführen. Ich habe natürlich schon mehrere Instanzen. Wie das alles funktioniert und so erkläre ich ja im anderen Video. Wir machen eben eine neue Instanz, nennen die. Ich nenne sie halt jetzt mal Tutorial Server Buildcraft 3. Also, das ist das Tutorial zum Server, der Buildcraft 3 oben hat. In meinem Falle, wie ihr das nennt, ist ja egal. So, wir drücken OK. Dann, so wie in anderen Video erklärt, muss man es mal starten, also einloggen. Also, natürlich braucht ihr dafür auch Original Minecraft mit gecrackt Minecraft, funktioniert das nicht. Und ihr kommt auch nicht auf den Server mit gecrackt Minecraft. Das ist auch klar, es funktioniert alles nur mit originalem Minecraft. So, wir warten noch, bis das runtergeladen hat. Es ist egal, welche Version ihr jetzt habt. Wenn ihr das Video mal später schaut, könnte ja schon sein, keine Ahnung, Minecraft, weiß ich nicht, was für eine Versionen noch kommen werden. 1.6.5 oder was, keine Ahnung. Momentan ist ja 1.3.2 die neueste. Ihr seht es, egal welche Version ihr habt, es funktioniert mit jeder Version. Vorerst mal, sagen wir so. Ja, wenn ihr das habt, einfach auf Quit Game. Und so, weil ich so viel gelabert habe, machen wir das jetzt etwas schneller. Ich habe ein Spitzentutorial für euch, also Spitzeninstallation. Wie gesagt, ihr braucht Multi-MC. Wenn ihr das habt, ist die Installation in wenigen Sekunden gemacht. Ich gebe keine Garantie für andere Launcher, auch nicht. Wenn ihr das über den App-Data-Ordner macht, da gebe ich keine Garantie. Bei Fragen zu Multi-MC und der Installation bitte alles im Forum posten. Natürlich könnt ihr auch andere Fragen stellen, aber bitte stellt sie im Forum, da es übersichtlicher ist. Und dann bekommt ihr auch zu 100% eine Antwort. Ja, wir öffnen die Instanzen. Hier haben wir den Ordner von unseren Tutorial, das wir erstellt haben. Hier haben wir den Punkt Minecraft-Ordner, habe ich alles in anderen Videos schon erklärt, was das auf sich hat. Ja, ihr ladet euch unten in der Videobeschreibung natürlich wieder mein Pack runter. Das ist ganz einfach, bestehend aus 2, 4, 6 Dateien. Einfach einmal den Backen, dann habt ihr die 6 Dateien. Einfach hier Rechtsklick kopieren. In den Punkt Minecraft-Ordner bitte unter den Launcher, also dem Multi-MC Launcher, nicht einen anderen Launcher. Ich weiß nicht, ob es mit einem anderen Launcher funktioniert. Das wiederhole ich immer wieder, damit es zu keine Probleme kommt und keiner sagen kann, das Tutorial funktioniert nicht. Mit Multi-MC funktioniert das zu 100%. Ja, also einfach kopieren, hier Rechtsklick einfügen. Wichtig ist, dass ihr euch jetzt Sachen fragt. Da muss ich fragen,
Den Bin-Ordner gibt es schon, willst du ihn ersetzen? Halt, soll die Datei da reinkopiert werden? Ja. Dasselbe soll er auch bei Mods fragen. So, jetzt kopiert er und er muss uns nochmal was fragen. Zwar, ob wir den Minecraft-Schreiber schreiben wollen. Ja, wir wollen es. Also, er muss euch unbedingt dreimal etwas fragen. Solltet ihr euch nicht dreimal was fragen, dann habt ihr schon irgendwas falsch. Entweder habt ihr irgendwas nicht kopiert, oder ihr habt zuerst das Spiel nicht gestartet, oder ihr habt kein Original Minecraft, oder irgendwas ist beim Download der Daten von Minecraft-Server falsch gegangen. Einfach dann nochmal alles löschen und neu machen. Es ist sehr wichtig und muss euch dreimal fragen. Wenn er es öfters fragt, habt ihr auch was falsch. Wenn er es weniger fragt, habt ihr auch was falsch. Er muss einmal den Bin-Ordner fragen, einmal den Mods-Ordner und einmal den Minecraft-Char. Ja, das war eigentlich schon. Wir starten jetzt wieder. Mal ein Launcher zu. Wir starten jetzt unsere Instanz, die wir hier jetzt nicht haben. Egal, wir starten MultiMC nochmal neu. Jetzt ladet er natürlich etwas. Das Problem hatten wir ja schon in anderen Tutorial, dass er immer ladet, wenn ich das neu starte. Ich weiß nicht wieso. Na komm. Hallo, jetzt hat er geladen. So, es hat etwas gedauert, also wir sehen Tutorial Server Buildcraft 3. Da starten wir. Wir müssen uns natürlich wieder einloggen. So, und wir starten es. Wie gesagt, der Server ist noch nicht online. Die IP wird im Forum veröffentlicht. Wann kann ich euch noch nicht genau sagen. Es sind doch einige Arbeiten am Server zu verrichten. Also bitte keine Anfragen wegen der Server-IP. Sie wird im Forum veröffentlicht, sobald der Server online ist. Wenn der Server nicht online ist, gibt es auch keine IP im Forum. Also Fragen zur IP werden nicht beantwortet. Schaut euch immer im Forum nach, da wird das alles dann eingestellt. Zu beachten ist, dass auch momentan noch der andere Server am Laufen ist. Wir haben ja den alten Server noch immer laufen, nicht, dass ihr die IP-Adressen vertauscht. Schaut einfach, wann das Thema erstellt wurde. Also die neue IP muss also nach dem 8.10. erstellt worden sein oder am 8.10. Alles, was davor an IPs und so weiter erstellt worden sind, war der alte Server. Ja, ihr seht, wir haben hier auch alles drin, 48 Mods wurden geladen, wir können eine Welt starten und ihr werdet sehen, es funktioniert auf Anhieb ohne richtiges Rumkopieren in App-Data-Ordner und so weiter. Das ist der Vorteil von Multi-MC. Man braucht nicht mehr viel machen. Ja, wie gesagt, es spackt hier rum. Ich spawne meistens im Wasser, keine Ahnung wieso, ich habe das Glück. Und ihr seht wieder, alle Mods sind drauf. Ja, das war's auch wieder. Wie gesagt, die IP wird im Forum veröffentlicht, keine Fragen dazu. Einfach mal im Forum nachschauen, Probleme und Fragen, alles im Forum posten. Auf YouTube kann ich leider nicht alles beantworten. Und ja. Ja, den Punkt Minecraft, also die Minecraft-Char darf ich zum Download stellen, da sie auch öffentlich zum Download gibt, weil das ja die Version 1.2.5 ist und nicht eine neuere. Die gibt es ja offiziell auch zum Download. Ich habe hier keine Daten zum Download gestellt, die man verwenden kann, dass man das Minecraft ohne Original spielen kann. Das heißt, man braucht immer ein Original Minecraft-Account. Gut, das war's dann. Viel Spaß schon mal beim Installieren. Testet ein wenig die Mods im Singleplayer, schaut euch alles durch, damit ihr dann später im Multiplayer gleich voll reinhauen könnt und abstarten. Eine genaue Liste der Mods, was installiert sind, findet ihr im Forum. Alles schön aufgelistet. Ich werde auch einen Link unten in die Videobeschreibung packen. Wie gesagt, ihr braucht MultiMC, damit es zu 100% funktioniert. Für andere Launcher übernehme ich gar kein Support und gar nichts, weil ich habe es extra mit MultiMC gemacht, damit es wirklich einfach ist, ohne nachzudenken, wie man eigentlich das installieren sollte oder könnte. Außerdem durch MultiMC braucht man nicht direkt auf die Festplatte C AppData zugreifen, somit umgeht man auch die Sicherheitseinstellungen von Windows 7, was ja sehr oft zu Problemen führte. Gut, also viel Spaß mit dem Tutorial. Ich hoffe, es klappt bei euch. Und wir sehen uns dann später mal auf dem Server, wenn er online ist. Viel Spaß und tschüss.